Guten Tag, Weltnetz TV spricht heute wieder mit Moshe Zuckermann in Tel Aviv. Guten Tag, Herr Zuckermann. Guten Tag, Frau Kebir. Ja, wir haben heute mehrere Themen zu besprechen. An erster Stelle steht natürlich die Ungeheuerlichkeit, zu der sich der Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern ausgewachsen hat. Danach wollen wir uns aber auch ausführlich zu Ihrem letzten Buch äußern. Sie haben das zusammen mit dem anderen israelischen Historiker Moshe Zimmermann, mit dem Sie oft verwechselt werden, geschrieben. Und das ist auch in Deutschland im letzten Herbst publiziert worden. Und es stellt aus meiner Sicht auch einen wichtigen Beitrag dar, einen ungewöhnlichen Beitrag, um den jetzigen Konflikt auch in historischer Tiefe besser zu verstehen. Also heute haben wir ein sehr umfangreiches Programm. Zunächst möchte ich Sie aber fragen, erreichen Israel noch immer Hamas-Raketen? Und wie sieht es in Tel Aviv aus, wo Sie ja wohnen? Also in Tel Aviv gibt es überhaupt keine Hamas-Raketen, schon seit zwei oder zweieinhalb Monaten. Das hat sich ziemlich bald gegeben. Unter anderem, weil die Hamas auch mehr oder weniger wirtschaften muss mit der Quantität an Raketen, die diese Bewegung hat. Erstaunlicherweise, nachdem wirklich große Teile vom Gazastreifen inzwischen in Schutt und Asche gelegt worden sind, erreichen aber noch Hamas-Raketen die umliegenden Ortschaften um Gaza herum. Die teilweise auch noch die Kibbuzim, die schon während des 7. Oktober beschossen worden sind. Und neulich habe ich gehört, dass auch selbst in Sderot noch etwas gelandet ist. Aber das ist natürlich nicht mehr zu vergleichen mit dem, was vor drei Monaten war und so weiter, wo diese massiven Beschüsse noch einen bestimmten Rhythmus warten. Im Moment ist es so, dass der Krieg wirklich, was die Hamas anbelangt, immer mehr im Abflauen begriffen ist. Das gilt natürlich nicht für die Israelis, die natürlich diesen Krieg endlos weiterführen wollen, jedenfalls bis dann, dass die Hamas kapituliert, aber Hamas ist noch nicht niedergeschlagen und ist noch nicht kapituliert. Die Tatsache, dass sie noch nicht so viel schießen im Moment, hat damit zu tun, dass sie es weniger leicht haben zu schießen, aber sie können auch immer schießen. Und vor allem kommen fast täglich, also neben 15, 20 Hamas, 30 Hamas-Leute, die umkommen, auch israelische Soldaten fallen, also jeden Tag ein, zwei oder drei. Und von daher geht der Krieg jetzt mit einem anderen Rhythmus und einem anderen Umfang weiter. Tel Aviv wird nicht beschossen, nein. Ja, wir bekommen hier immer wieder schreckliche Berichte freigekommener Geiseln der Hamas. Und Israel scheint aber gar nicht ernsthaft, also die Regierung, über einen weiteren Gefangenenaustausch verhandeln zu wollen. Was ist da los? Und welche Bedeutung hat die Befreiung der Geiseln überhaupt noch für die israelische Gesellschaft? Naja, für die israelische Gesellschaft ist das mehr oder weniger ein Hauptanliegen, wenn ich jetzt von der Gesellschaft rede, nicht von der Regierung. Von der Regierung werde ich gleich was sagen. Denn das war ja mehr oder weniger eines der Heiligtümer, die auch sowohl religiös begründet sind, aber vor allem auch zivilgesellschaftlich. Das ist ja sozusagen die Abmachung des Bürgers mit seinem Staat, dass wenn ich in der Bredouille als israelischer Bürger bin, in einem Feindesland, muss eben alles getan werden, damit man wieder freikommt. Ich meine, heroisch war das manchmal so wie mit diesem Entebbe-Angriff seinerzeit, aber man erinnere sich auch an den Deal, der seinerzeit bei dem Gefangenen Gilad Shalit ausgehandelt worden, wo über 1.000, oder wie viel waren das, Gefangene Palästinenser für diesen einen Soldaten gegeben worden sind. Das aber jetzt im Moment noch nicht weiter vorangekommen ist, hängt damit zusammen, dass die beiden von Israel selbst gesetzten Kriegsziele miteinander kollidieren, also im Gegensatz zueinander stehen. Denn wenn der Krieg weitergeführt wird, sind die Hamas-Leute nicht daran interessiert,
die Gefangenen, also die Entführten, freizulassen. Wenn aber die Entführten nicht freigelassen werden, dann hat Israel mehr oder weniger auch kein abschließendes Ziel vorzuweisen, denn die Befreiung ist für die Bevölkerung unabdingbar. Es ist allen klar, dass wenn der Krieg weitergeht und diese Entführten nicht freikommen beziehungsweise auch umkommen in der Gefangenschaft, dass das die Niederlage von Israel bedeutet. So äußert man sich. Also da kann man noch so viel Hamas-Leute, beziehungsweise nicht nur Hamas, sondern Palästinenser umgebracht haben. Wenn die nicht freikommen, gilt das für die israelische Bevölkerung als eine Niederlage. Was man sich nicht hat einfallen lassen, dass es so weit kommen könnte, dass man wirklich das Gefühl hat, jetzt mittlerweile, dass diese Geiseln eine Belastung für die israelische Politik darstellen. Also mehr als, dass man jetzt irgendwie einen Deal sofort eingeht und sagt, ihr kriegt, was ihr braucht und gebt uns nur die Geiseln wieder zurück. Scheint es so zu sein, dass man damit sehr viel spielt. Und das hat damit zu tun, erstens, weil, wie gesagt, die beiden Kriegsziele miteinander kollidieren. Aber es hat auch damit zu tun, dass Netanjahu auch ein Privatinteresse hat, diesen Krieg nicht so schnell zu Ende zu führen. Solange der Krieg weiter läuft, ist er in seiner Herrschaft nicht angefochten. Auch sein Prozess geht er nicht weiter. Er hat ein subjektives Interesse daran, dass der Krieg nicht zu Ende kommt. Und solange der Krieg nicht zu Ende kommt, werden auch die Geiseln nicht freigegeben werden. Also das sind alle die Vektoren, die hier im Moment eine Rolle spielen, warum das nicht schon längst abgewickelt worden ist. Ja, was uns auch interessiert, wie reagieren Regierung, Medien und die Menschen in Israel auf die veränderte Haltung vieler Länder? Die ist ja nun unverkennbar, weil der Krieg nicht zu enden scheint und eben nach wie vor eine unnachgiebige Haltung herrscht hinsichtlich jeden Ansatzes einer politischen Lösung. Die wird ja nun immer nachdrücklicher verlangt, sogar von den Abraham-Vertragsstaaten, aber auch von den USA und Europa, die sich ja mittlerweile zu massiven Hilfsleistungen für Gaza gezwungen sehen, weil dort eine Hungerkatastrophe droht. Abgesehen auch eine Gesundheitskatastrophe, die vielen Toten und so weiter. Das kann ja niemand mehr verantworten. Eben habe ich gehört, dass Kanada seine Waffenlieferungen an Israel stoppen will. Also das ist natürlich auch ein Zeichen, dass man sich vor einigen Wochen noch nicht hätte vorstellen können. Wie wird das wahrgenommen in Israel selbst? Da sind ja auch Widersprüche. Also die Bevölkerung will auf jeden Fall, dass die Geiseln freikommen, aber die Bevölkerung will auf der anderen Seite auch nicht, dass der Krieg zu Ende geht. Und stellt sich in dieser Hinsicht hinter der Regierung, weil sie dieses Ideologem von der Regierung, dass man den Krieg nicht zu Ende führen muss, bis also dieser Feind, den man übrigens selber hochgepäppelt hat, bis der nicht vernichtet worden ist. Die Regierung selber sieht deshalb, und so hört man auch so oft in der Presse, dass die Reaktion in der Welt antisemitisch sein. Also das ist ja der alte Trick der israelischen Hasbara, also der israelischen Propaganda. Jede Kritik an Israel, ob sie nun aus Europa kommt, aus Amerika, wo immer sie kommt, dass sie als antisemitisch gewertet wird. Und so hat man sich auch jetzt zu der Verlautbarung aus Kanada geäußert. Der israelische Außenminister hat gesagt, dass dieser Beschluss Israel jetzt nicht die Waffen aus Kanada zukommen zu lassen, ein ewiger Flecken auf dem Gewissen von Kanada bleiben wird. Was natürlich eine totale Idiotie ist, denn wenn es irgendein Land gibt, das sich dauernd jetzt selber mit Schuld belädt und mit Schande befleckt, ist es natürlich Israel selber, das, was in Gazastreifen anrichtet. Sie haben das jetzt irgendwie, glaube ich, für meine Begriffe sogar ein bisschen sanft dargestellt. Das ist eine humanitäre Katastrophe ersten Grades, die auch mit Mitteln operiert. Nicht nur das Militär tötet, sondern man redet auch in der Rhetorik auch irgendwie von Aushungern, also die Gaza-Leute auszuhungern. Man muss bedenken, also wenn man irgendwie die
die Codeworte von Holocaust-Überlebenden, die in den Lagern waren und in den Ghettos gewesen sind, da war dieses Aushungern ein Moment, das sie immer wieder hochgehalten haben. Wir sind ausgehungert worden, dass jetzt Juden gegen die Palästinenser sowas anbringen. Also da ist wirklich alles aus den Fugen geraten und man wähnt sich im Recht. Also ich meine, der 7. Oktober war natürlich eine zentrale Katastrophe und eine Barbarei ohnesgleichen. Aber was Israel inzwischen angerichtet hat in ihrer Reaktion, und zwar aus Rachebedürfnis und aus Vergeltungslust, ist inzwischen in keine Proportion mehr zu dem, was am 7. Oktober stattgefunden hat. Man macht wirklich eine humanitäre Katastrophe ersten Grades. Israel ist das Schlimmste seit der Shoah mit dem 7. Oktober widerfahren. Aber was jetzt im Moment die Israelis in Gazastreifen anrichten, ist nicht anders zu bezeichnen als eine zweite Intifada, als eine zweite Nakba. Und das alleine beweist, wie sehr Israel blind ist. Denn wenn die ganze Welt sagt, ihr müsst aufhören, ihr könnt nicht so weitermachen und so weiter, und Israel sagt, ihr seid alle Antisemiten, dann ist wirklich Israel aus der Welt gefallen. Also Israel nicht mehr in irgendeiner Weise fähig, noch rational irgendetwas zu beurteilen. Ich rede schon gar nicht von gefühlsmäßig, also von Mitleid oder Empathie für 12.000 Kinder, die umgekommen sind. Davon ist hier überhaupt nicht die Rede. Aber ich rede rational, und man argumentiert nur zweckrational, indem man sagt, das sind Antisemiten, ist man sozusagen auch nochmal von hintenrum nochmal berechtigt, weiter mit diesen Kampfhandlungen, die immer barbarischer werden, fortzufahren. Aus meiner Sicht ist ja der amerikanische Präsident Biden praktisch aus Wahlkampfgründen auch gezwungen, sozusagen da wenigstens den Schein eines Vermittlers zu spielen, zumal ja die USA eigentlich die einzigen sind, die einen großen Einfluss auf die Politik in Israel nehmen könnten. Der sucht nun wohl verzweifelt oder mehr oder weniger verzweifelt nach Politikern, die da eventuell irgendwie eine etwas andere Linie vertreten würden. Und mir schien, dass also die Einladung an Benny Gantz, einen Minister, der also früher der Opposition angehörte, dann aber jetzt ins Kabinett Metan, ins Kriegskabinett Netanjahus eingetreten ist und dort kein Ressort hat, aber der wurde ja nun in die USA eingeladen und hat da offensichtlich auch Gespräche geführt. Hat dieser Besuch also irgendwas gebracht? Was ist da nach außen gedrungen? Und ja, nach allem, was wir wissen, hat dieser Besuch gar nichts gebracht. Und für meine Begriffe war das eher ein Mittel von Biden, Netanjahu weiterhin in Druck zu setzen. Denn es ist ja zwischen Netanjahu und Biden mittlerweile zu einem Clash gekommen, der wirklich, den wir so nie erlebt haben, in der gesamten israelischen Parlamentsgeschichte, noch nie erlebt haben zwischen einem US-Staats- und US-Präsidenten und einem israelischen Premierminister. Also ich meine, das ist wirklich auf den Tiefpunkt gelangt, wo entweder Biden selber den Netanjahu in Privatgesprächen mehrfach als Arschloch bezeichnet hat, aber darüber hinaus auch, was Jack Schumer, oder weiß ich wie der Privatname, also Jack Schumer, dieser Kongressmensch, gesagt hat, wo er gesagt hat, Netanjahu ist eigentlich dysfunktional für Israel, er richtet mehr Schaden, als dass er in irgendeiner Weise Erfolge zu verzeichnen hat. Und deshalb sollte es in Israel zu Wahlen kommen. Also das sind natürlich also ein Riesendruck von Amerika auf Netanjahu gesetzt. Aber Netanjahu zeigt sich und hat einen Großteil der Bevölkerung hinter sich mehr oder weniger unbeeindruckt von dem, was die Amerikaner versuchen, auf ihn auszuüben. Die Einladung von Benny Gantz war natürlich also nur ein Schein, eine Scheinoperation aus einem ganz einfachen Grund. Benny Gantz denkt ja über den Krieg nicht sehr viel anders als Netanjahu. Und ich möchte auch noch irgendwie was anderes sagen. Sollte es heute zu einem Wahlen kommen und Benny Gantz würde, sagen wir mal, der Nachfolger von Netanjahu, also sagen wir mal, der neue Premierminister Israels werden, würde sich am israelisch-palästinensischen Konflikt zunächst mal gar nichts ändern. Denn Benny Gantz ist ja gar nicht bereit, in irgendeiner Weise an das von Biden aufgebrachte
von beiden aufgebrachte Option der Zwei-Staaten-Lösung überhaupt zu denken. Also ein palästinensischer Staat wird von keinem israelischen Politiker gegenwärtig auch nur erwogen. Und von daher meine ich also, dass diese Einladung nach Washington eher so ein Manöver war, um Netanyahu weiterhin in Druck zu setzen. Es sei denn, die haben dort irgendwelche Geheimgespräche gehabt, von denen aber in der israelischen Presse nichts verlautbart worden ist. Mhm. Ja. Ja, wie ist denn das Ausblenden der jahrzehntelangen Besatzung und die Nichtachtung der palästinensischen Rechte durch Deutschland zu erklären? Einerseits, Deutschland hält sich für ein Pionier bei der Durchsetzung von Menschenrechten und Souveränitätsrechten in der ganzen Welt, also zum Beispiel auch jetzt in der Ukraine. Sie haben aber in einem Ihrer letzten Blogs, für den ich jetzt auch noch mal werben will, das ist beim Overton-Magazin, das kann man leicht googeln, einen bemerkenswerten Satz gesagt: Der Antisemitismus ist zum neuen zivilgesellschaftlichen Lustprinzip einer gewissen deutschen Öffentlichkeit avanciert. Erklären Sie uns das bitte auch. Ja. Ja, ich meine, das sind ja keine Neuigkeiten, die ich da auch in diesem Blog verkündet habe. Es ist ja vollkommen klar, dass das, was man früher die besonderen Beziehungen, die Deutschland zu Israel unterhält, eben wegen der deutsch-jüdischen Vergangenheit im 20. Jahrhundert, wobei natürlich also auch hier wieder, das muss ich immer wieder wiederholen, irgendwie Juden und Zionismus und Israel gleichgesetzt werden und entsprechend auch abgeleitet davon Antisemitismus, Antizionismus und Israelkritik, das darf man nicht machen, das sind drei verschiedene Kategorien. Aber es war vollkommen klar, dass gleich unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg, als es zum Wiedergutmachungsabkommen zwischen Deutschland und Israel gekommen ist, 1952, dass damit auch eine Verpflichtung einherging, dass Deutschland, also Westdeutschland war das, Israel immer wieder unterstützen wird, es nie angreifen wird, nie kritisieren wird, es diplomatisch unterstützen wird, ökonomisch unterstützen wird und so weiter und so fort. Und deshalb hat sich auch mehr oder weniger ins das politische Bewusstsein Deutschland eingefräst, dass jeder Kritik an Israel von vornherein prekär ist, weil man da sozusagen dann irgendwie das Holocaust-Andenken beziehungsweise das Andenken der Deutsch jüdischen Beziehungen im 20. Jahrhundert damit verrät. Zum Schlagwort ist dann der Antisemitismus geworden, der natürlich auch von Israel, von israelischen Hasbara, von der israelischen Propaganda angetrieben worden ist, indem sie gesagt haben, wenn ihr uns kritisiert, also ihr die Welt, ihr Europa und eben ganz besonders ihr Deutschland, dann ist das ein antisemitischer Akt. Jetzt kann man, wie Sie vielleicht selber wissen, und wenn nicht, dann werden wir darüber noch nachher zu sprechen haben, kann man heute in der deutschen Öffentlichkeit jede Person und jede Partei und jede Bewegung killen. Einfach killen, indem man sie des Antisemitismus bezichtigt. Und deshalb meine ich auch, dass es zuweilen das Gefühl hat, dass die Art und Weise, wie dieser Vorwurf angewandt wird und mit welcher Leichtigkeit er angewandt wird und wie er in zu keinem Zeitpunkt auch reflektiert wird, was damit gesagt wird, mit dem Antisemitismus selber hat natürlich dieser Vorwurf gar nichts zu tun, dass das mehr oder weniger zu einer Standardroutine geworden ist in Deutschland. Die deutsche Politik ist heute durchzogen von diesem Tabu. Israel ist unantastbar, Juden sind unantastbar, egal was Juden machen. Und dieser Vorwurf ist sozusagen die Schutzschild für diese, dafür. Und ich glaube, dass das Problem darin liegt, dass wenn das das Aufarbeiten der deutschen Vergangenheit bedeutet, dass mittlerweile der Antisemitismusvorwurf zu einem Fetisch geronnen und verkommen ist, dann hat das die Bedeutung, dass in der deutschen politischen Kultur etwas passiert ist, das mittlerweile schon zu einer Farce geronnen ist. Das heißt, die Art und Weise, wie man heute jeden und jede und jeden als Antisemiten
bezeichnen kann, wenn es in irgendeiner Weise noch israelkritisch geworden ist. Und es ist egal, ob Israel gerade 12.000 Kinder umgebracht hat und man das sagt, also sagt im Sinne von guckt, was ihr tut, dass man dann auch gleich antisemitisch. Also da habe ich auch manchmal das Gefühl, ich muss daran erinnern, im Jahre 1998 hat Martin Walser bei der Verleihung des deutschen Buchpreises, wie heißt das, der Friedenspreis der deutschen... Des deutschen Handels. Ja, er hat damals bei seiner Rede damals in der Paulskirche den Begriff der Auschwitzkeule fallen lassen. Ich habe das damals sehr kritisiert, weil ich meine, dass er damit versuchte, mit den deutschen Linken abzurechnen und so weiter. Mittlerweile habe ich das Gefühl, dass man das ernst nehmen muss. Das ist mittlerweile der Antisemitismusvorwurf zu einer Keule geworden. Und damit kann man wirklich alles töten, jedem einen Mundkorb und jedem einen Maulkorb und jedem ein Redeverbot aufzwingen, wenn es einem nicht passt, was da gerade gesagt wird. Und ich glaube, das wird höchste Zeit, dass das in der deutschen Öffentlichkeit reflektiert wird, aber große Hoffnungen mache ich mir dabei nicht. Ja, insbesondere, weil man, es ist für mich total schizophren, weil man, wie gesagt, andererseits Menschenrechte, Rechte von Minderheiten und so weiter werden angeblich von Deutschland weltweit vertreten und propagiert. Und aber wie gesagt, dieser schreckliche Konflikt, der letztlich aus dem Holocaust entstanden ist, und weil nun die Palästinenser die Leidtragenden sind, das wird vollkommen negiert, dass das alles auch noch im Grunde genommen zur Holocaust-Aufarbeitung gehört, dass man da also für ein Ende dieses Konfliktes mitsorgt. Ja, aber das ist ja das, was ich sage. Und ich sage das auch deshalb, weil mittlerweile in der Tat Juden, Israel und auch Zionismus zu einem der größten Tabus, eines der größten Anathemas geworden sind in der deutschen Politik. Und ich glaube, das ist wirklich nur zum Schaden dieser Politik. Das sind nicht nur diese Widersprüche, die Sie gerade aufgewiesen haben, sondern es ist auch die Tatsache, dass damit auch eine ganze Menge verbrochen wird, auch in Bezug auf das, was bei uns hier stattfindet. Bei uns findet seit 50 Jahren sozusagen völkerrechtswidrig ein barbarisches Okkupationssystem statt. Das ist ja Dauerkriegsverbrechen, in dem jede neue Siedlung ein neues Kriegsverbrechen darstellt. Und ja, es ist ein Apartheidstaat, der hier entstanden ist in Bezug auf das Westjordanland. Und das wird von Deutschland mehr oder weniger ignoriert, beziehungsweise nicht ignoriert, sondern nicht angetastet, weil eben Juden, Zionismus und Israel tabuisiert sind. Und ich glaube, ist es wirklich an den Deutschen, also an der deutschen Regierung, an der deutschen Öffentlichkeit, an den deutschen Medien, dass sie endlich anfangen, diese Sache zu reflektieren. Dieser Widerspruch ist wirklich unerträglich. Mhm. Ja, offensichtlich wird hier mit wirklich im Grunde genommen autoritären Mitteln, wir kommen da gleich noch zum Beispiel, versucht, Meinungskanäle zu schaffen und jeder, der da so ein bisschen außerhalb ist, darf nicht mehr zu Worte kommen oder wird aus der ganzen öffentlichen Diskussion ausgeschaltet. Sie sind ja schon lange sozusagen da aus den öffentlichen Räumen etlicher Städte ausgeschlossen worden, persona non grata geworden, weil also sogenannte oder auch amtlich eingesetzte Antisemitismusbeauftragte den Verantwortlichen da irgendwie eingeflößt haben, dass ihre Meinungen hier eben nicht genehm sind. Ja? Und da ist ja gerade, wie ich weiß, ein Vorfall Anfang März passiert. Da hat es eine Volkshochschule in Heilbronn tatsächlich gewagt, sie einzuladen zu einem Vortrag vor einem großen Publikum in Heilbronn. Das sollte in Zusammenarbeit mit dem Heilbronner Friedensrat
durchgeführt werden. Und natürlich sollte es um die aktuelle Situation in Israel und Palästina gehen. Und kurz vorher hat die Volkshochschule sie ausgeladen. Was war da passiert? Also erstmal zur Korrektur. Die Initiative zu meiner Veranstaltung ging ja vom Friedensrat, vom Heilbronner Friedensrat. Und Mitträgerschaft sollte die Volkshochschule sein. Und in den Räumen von der Volkshochschule sollte auch das stattfinden. Was da passiert war, ist eine alte Taktik, die man von verschiedenen Seiten kennt. Also das, was passiert war, kulminiert dann in etwas, das für mich neu war. Aber die Taktik selber ist bekannt. Die deutsch-israelische Gesellschaft, für meine Begriffe nichts anderes als ein Ableger des israelischen Propagandaministeriums, also nicht anders kann ich das sehen, hat darauf hingewiesen und beziehungsweise diese Veranstaltung so kritisiert, dass die Volkshochschule mit einmal irgendwie einen Rappel gekriegt hat, wenn ich das mal irgendwie so lapidar sagen darf, und hat sich an den Antisemitismusbeauftragten der deutschen Bundesregierung, das muss betont werden, also Dr. Felix Klein gewandt und ihm gesagt, wie sieht denn das aus? Also kann man das wirklich, kann man den Zuckermann wirklich irgendwie als das apostrophieren? Also als Antisemiten. Und daraufhin hat der persönliche Referent von ihm, Leonard Kaminski, glaube ich, heißt er, dann geantwortet, ja, Zuckermann hat 2000, also Zuckermann ist verbreitet die BDS-Ideologie, ist nicht nur Anhänger der BDS-Ideologie, sondern verbreitet sie auch. Und im Übrigen apostrophiert er auch Israel dauernd als ein Apartheid-Staat. Jetzt muss ich dazu Folgendes sagen. Ich habe in der Tat im Jahre 2022 an einer Konferenz teilgenommen, die initiiert war von Leuten, also von einer Bewegung, die unter anderem auch die BDS befürwortet. Aber das war keine Veranstaltung, die mit der BDS etwas zu tun hatte. Und ganz gewiss habe ich mich in dieser Veranstaltung nicht zu BDS geäußert. Aber wenn ich mich geäußert hätte, und das habe ich ja in der Vergangenheit ja gemacht, dann hätte ich ja genau gesagt, was ich immer schon zu BDS sage, wie sehr ich auch ihre Motivation nachvollziehen kann. Ich halte das für eine ineffektive Strategie, Israel zu bekämpfen, aus einem ganz einfachen Grund, weil es eben nicht mehr die Konstellation ist, wie seinerzeit mit Südafrika, wo die ganze Welt gesagt hat, wir müssen Südafrika boykottieren, sondern eben nicht eine ganze Welt, die Israel boykottieren will und schon gar nicht von Amerika und Deutschland und Europa reden. Und von daher habe ich gesagt, das ist ineffektiv. Ich habe sogar immer darauf hingewiesen, dass als ich noch an der Universität Konferenzen veranstaltet habe, internationale Konferenzen und von Ausland irgendwie der Aufruf zur Boykottierung von Israel gekommen ist, dann sind meine linken Kollegen nicht nach Israel gekommen, aber alle Rechten oder Rechtsradikalen oder sonstigen Leute sind nach Israel gekommen. Das war ein Schuss ins eigene Bein, was wir da mit veranstaltet hatten, wenn wir das gutiert haben. Also von daher war das erstmal erstunken und erlogen, dass ich irgendwie ein BDS-Ideologie verbreite. Was nun den Apartheid-Staat anbelangt, da stehe ich dahinter und möchte es nochmal betonen. Israel ist ein Apartheid-Staat schon aus dem ganz einfachen Grund, dass Israel zwei Justizsysteme, Israel beherrscht ja nicht nur das Kernland Israel, sondern auch das Westjordanland. Im Kernland Israel gibt es ein bürgerliches Justizsystem. Im Westjordanland besteht ein Militärjustizsystem. Also das Militär, die Militärjustiz ist diejenige, mit denen, und jetzt kommt's, nicht etwa die Siedler. Die Siedler im Westjordanland werden nach dem bürgerlichen Gesetz im Kernland Israel behandelt, wohingegen die Palästinenser alle unter dem Militärjustizsystem stehen. Also bitteschön, wenn das kein Apartheid ist, was ist denn dann Apartheid? Die Tatsache, dass da Straßen gebaut worden sind, wo nur Juden im Westjordanland fahren dürfen, Palästinenser nicht,
Was, wenn nicht das, ist Apartheid. Ganz eklatant übrigens in der Stadt Hebron. Und ich kann mich noch erinnern, dass der damalige deutsche Außenminister Sigmar Gabriel nach Hebron kam und sagte, als er sah, was da, also diese Separation gesehen hat, dass er da damals gesagt hat, aber das ist doch Apartheid. Er musste nach einem Tag zurückrudern. Aber das besteht ja fort. Ich könnte jetzt also eine ellenlange Liste zusammenstellen von Apartheid-Maßnahmen. Jeder, der versucht zu sagen, dass die Israel als Apartheid zu beschuldigen, Antisemitismus sei, der muss mir erstmal erklären, was ein Antisemitismus-Begriff ist, aber vor allem, was ein Apartheid-Begriff ist. Wenn das kein Apartheid ist, was ist denn dann Apartheid? Ja. Naja, es ist ja dann doch zur Veranstaltung gekommen, aber eben nicht dort bei der Volkshochschule, die sich also mit voreiligem Gehorsam dann zurückgezogen hat, im vorauseilenden Gehorsam sich zurückgezogen hat. Und das hat die Trägerschaft von mir hat dann nicht mehr, sondern die einzige Träger waren dann der Friedensrat und das war auch gut genug. Wir hatten eine, glaube ich, ziemlich gute und informationsreiche Veranstaltung. Ja. Trotzdem möchte ich auch noch mal betonen, dass es an sich schon ungeheuerlich ist, dass sich eine Volkshochschule versichern will, bei der Bundesregierung, ob sie jemanden einladen darf oder nicht. Und, okay, es ist auch viel schlimmer. Ich darf mich heute rühmen, von der deutschen Herrschaftsinstitution, von der deutschen Bundesrepublik, ich, der Jude Moshe Zuckermann, als Antisemit apostrophiert worden, sondern ich werde eingeschätzt als ein Antisemit. Das ist noch viel ungeheuerlicher als die Volkshochschule, die hat ja nur Schiss. Das Problem ist, was denkt sich denn eigentlich die deutsche Bundesregierung, dass sie sich das leistet mit ihrem Antisemitismusbeauftragten? Ich würde auch überhaupt fragen wollen, wieso Antisemitismusbeauftragter und nicht ein Rassismusbeauftragter oder als ein Beauftragter für Xenophobie, also Fremdenfeindschaft, warum kann Islamophobie beauftragt und so weiter, sondern dezidiert Antisemitismus beauftragte. Damit wird wirklich also so viel ideologischer Mist gebaut. Und es kommt eben zu diesen Absurditäten, dass so eine Volkshochschule sich vergewissern muss und dass die deutsche Bundesrepublik meint, einen israelischen jüdischen Professor jetzt irgendwie des Antisemitismus sein zu dürfen. Ja, ungeheuerlich. Ja. Jetzt, Herr Zuckermann, wollen wir zu dem Buch kommen. Denke ich an Deutschland. Und das ist der Titel, das sind dann noch drei Pünktchen. Denke ich an Deutschland. Dann ein Dialog in Israel. Also ein Dialog, den Sie mit Moshe Zimmermann geführt haben. Und da geht das also um merkwürdige Parallelen, die sich schon lange, ehe also es zum Holocaust kam oder schon zu den Nürnberger Gesetzen, also im Grunde genommen im 19. Jahrhundert bestimmte Parallelentwicklungen in den Ideologien, die also zum weltweit oder europaweit ja zum Nationalismus sich entwickelten, dass da also zwischen der Entwicklung des deutschen Nationalismus und der Entwicklung des deutsch-jüdischen Nationalismus, der ja dann gegen Ende des Jahrhunderts zum Zionismus wurde, dass es da bestimmte Parallelen gab und die dann im Grunde genommen auch für später, im Grunde genommen bis heute auch, das behaupten Sie jedenfalls, ähnliche Auswirkungen haben. Sie gehen ja da bis auf den Vormärz zurück, also dass sowohl der deutsche als auch der jüdische Nationalismus im Unterschied zum französischen sich also gegen einen äußeren Feind entwickelt hat. Ja, während der französische, das fand ich wirklich sehr scharfsinnig, sich aus inneren Klassenkämpfen, also bis die ja dann zur Revolution geführt haben, auch entwickelt hat. Man kann ja Deutschland im Vergleich zu Frankreich als das Land der Nicht-Revolution bezeichnen, wohingegen Frankreich das Land der Revolution gewesen ist.
Das ist der berühmte deutsche Sonderweg, der aus verschiedenen Gründen dazu geführt hat, dass Deutschland nie eine gelungene Revolution gehabt hat. Im Jahr 1848 hat man eine Revolution gemacht, die dann gescheitert ist. Und das ist wirklich also eine ganz merkwürdige Sache. Man hatte ja im Grunde genommen schon die Revolution gewonnen. Und dennoch hat man es in der Paulskirche in Frankfurt am Main zu nichts anderes gebracht, als zu der Frage, sollte jetzt die großdeutsche oder die kleindeutsche Vereinigung stattfinden? Und dann ist es zu dem Farce gekommen, dass werden die Franzosen ihren König am 21. Januar 1793 hingerichtet haben die deutschen Revolutionäre, also ich rede von Revolutionären jetzt, das waren zum Teil auch wirklich auch Leute, die auch was drauf hatten, die haben die deutschen Revolutionäre jetzt nichts anderes gebracht als eine Gesandtschaft, die dann an den preußischen König geschickt worden ist, damit er gesamtdeutscher Kaiser wird. Also die Revolutionäre haben den König gebeten, gesamtdeutscher Kaiser zu werden. Also das ist jetzt das autoritäre Verhältnis, das selbst die Revolutionäre dem Autorität gegenüber gehabt haben. Nun zu der Parallele. Die Parallele ist die, zunächst mal, dass das ganze Völkische, das im 19. Jahrhundert ja die deutsche Ideologie, also die deutsche Nationalideologie affiziert hat und noch bis im Grunde genommen zum Dritten Reich noch irgendwie seine Auswirkungen gehabt hat, dass die auch von der sehr stark der Zionismus, soweit es um Deutschland und deutsche Einflüsse geht, affiziert war. Ich unterscheide da zwischen sozialistische Ansätze, die es im Zionismus gegeben hat, und die kamen aber zum großen Teil nicht aus Deutschland, sondern aus Osteuropa, also vor allem aus Russland. Noch vor der Revolution, also die Sozialismen, die es da gegeben hat, die sind ja auch mehr oder weniger, also die Marxismen, die es da gegeben hat, sind auch teilweise in die Kibbutzbewegung und so weiter eingegangen. Aber insofern dann der Nationalstaat insgesamt gefasst wurde, war da eine ganze Menge Völkisches. Die große Frage war immer, darf man überhaupt vergleichen? Also darf man zwischen Deutschland und Israel beziehungsweise Deutschland und dem Zionismus vergleichen? Und was sowohl Zimmermann als auch ich meinen, dass man vergleichen muss, weil man gar nicht anders kann, als zu vergleichen. Denn es ist ja nicht die Frage, ob man jetzt irgendwie etwas in Klammern setzt, sondern die Frage, der Vergleich bietet sich an, wenn man mittlerweile Strukturen verfolgt, die es hier gibt. Also beispielsweise der Rassismus und das Völkische, das es auch hier gibt als ein Grundmuster der israelischen Politik. Wenn mittlerweile die Fremdenfeindlichkeit durchaus vergleichbar ist mit der, was es in Deutschland immer gegeben hat, vor allem auch den Weg, der keine irgendwie Revolution von unten gemacht hat, sondern im Grunde genommen von oben aufoktroyiert worden ist. Also eine Partei hat dann die Staat gegründet von oben. Dass das alles Parallelen sind, die man machen kann. Aber Zimmermann hat auch darauf hingewiesen, dass selbst so ein Mann wie Turnvater Jahn, ich weiß nicht, wie viele deutsche Zuschauer den kennen, aber es ist ja im Grunde genommen einer der Ziehvater oder der geistige Urvater der deutschen Turnbewegung, der aber selber sehr völkisch ausgerichtet war, so wie auch Arndt und Fichte und andere, dass selbst also dieses Verständnis von Turnen und Nationalismus und so weiter, das im Deutschen, dass es auch im Zionismus den gegeben hat. Der deutsche Militarismus im 19. Jahrhundert ist dann vollkommen eingegangen, auch in den israelischen Militarismus. Deutschland hat sich mittlerweile den Militarismus, jedenfalls den es ehemals gehabt hat, ein bisschen abgewöhnt, weitgehend abgewöhnt. In Israel hat man sich gar nichts abgewöhnt. Also in Israel steigert man den Militarismus auch immer mehr. Das ist ja bezeichnend, dass obwohl das Militär am 7. Oktober hier versagt hat, wie schnell es eine Absolution gekriegt hat jetzt durch den Krieg und wie sehr alle hinter dem Militär stehen und so weiter und so fort. Also es gibt in der Tat eine ganze Menge Parallelen, was aber vor allem die israelische Diskussion umtrieben hat, war die Frage, darf man überhaupt einen Vergleich machen? Natürlich darf man nicht
Israel mit dem Deutschland, mit Nazi-Deutschland vergleichen, das den Holocaust verbrochen hat. Denn in Israel wird noch kein Völkermord, jedenfalls ich bin der Meinung, kein Völkermord an den Palästinensern begangen, obwohl man jetzt in Den Haag Israel des Völkermords, es ist schon schlimm genug, was Israel anrichtet, ich brauche dafür die Kategorie des Völkermords nicht. Aber was die Nazis im Holocaust gemacht haben, das ist in keiner Weise vergleichbar. Aber wenn ich die Entwicklungen, die zum Nazi-Regime geführt haben, vergleiche, wie beispielsweise der Versuch auch, sich durch den Notstandsgesetze sozusagen, aber auch ohne Notstandsgesetze, sondern nur durch die Justizreform, die man im letzten Jahr hier betreiben wollte, einen Staatsstreich zu machen, wo dann mehr oder weniger die Legislative der Exekutiven unterstellt wird, also die Gewaltenteilung aufgelöst wird. Genau das, was man mit dem Ermächtigungsgesetz späterhin dann in Deutschland gemacht hat, vor allem mit den Notstandsgesetzen gemacht hat. Bedenken Sie, Frau Kebir, ich kann mich noch erinnern, ich war ja in Deutschland in den 60er Jahren ein Teil der Studentenbewegung, die auf den Plan gegangen ist, nachdem sie mit der Universitätsreform durch war und jetzt mit angefangen hat, jetzt allgemeinpolitisch zu argumentieren, war ja die Tatsache, dass die Notstandsgesetze in Deutschland damals, also in Westdeutschland damals wirklich zum Thema waren. Also da erinnerte man sich ja ganz genau, was die Notstandsgesetze in der Weimarer Republik zu bedeuten haben. Die in Israel wird das verhandelt, als wäre das die selbstverständlichste der Welt. Vor allem ist man aber, geht man hier sehr, wie soll ich sagen, sehr liberal mit dem Ermächtigungsgesetz. Also wenn es darum nach der Regierung hier ginge, würde man schon längst irgendwie eine Mini-Diktatur haben. Netanyahu ist ja auch der richtige Mann dafür. Und ich glaube, dass in dieser Hinsicht die Parallelen sich bis zum heutigen Tag ziehen. Das sind übrigens nicht nur Sachen, die Zimmermann und ich gesagt haben, sondern auch selbst Militärmenschen, die irgendwie Bedenken hatten darüber, wohin treibt dieses Israel im Moment, also jetzt politisch und ideologisch, dass das auch von denen teilweise auch thematisiert worden ist und dafür sind dann diese Militärmenschen angerüffelt worden. Also ich versuche jetzt nur zu sagen, dass diese Parallelen nicht eins zu eins vergleichbar sind, sondern eben, dass die Muster in irgendeiner Weise in den Vergleich genommen werden müssen. Und gerade weil wir so orientiert sind an der deutschen Geschichte, denn es ist ja klar, dass der Holocaust, also die Shoah, zur Matrix des gesamten Selbstverständnisses von Israel geworden ist, also zur Matrix auch der israelischen politischen Kultur, dass man da, wenn man will oder nicht will, Deutschland mit im Paket hat. Und dieses Deutschland muss dann untersucht werden im Vergleich zu Israel. Und das ist ja genau, was Zimmermann und ich in diesem Dialog gemacht haben. Mhm. Ja, ich würde jetzt noch mal selber gerne also was sagen. Also was mir wirklich sehr ins Auge sticht, dieser Unterschied zum französischen Modell der Nation, ja, der eben in der Revolution geprägt ist durch die vorherigen innerfranzösischen Klassenkämpfe und zu einem Bürgerschaftsbegriff, also des Citoyen, geführt hat, der also nicht rassistisch ist und sozusagen Minderheitenrechte also sozusagen anerkennt und also eine Bürgerschaft gleich welcher Herkunft mit den gleichen Rechten ausstattet. Das ist natürlich auch in Frankreich lange nicht perfekt und bis heute nicht perfekt realisiert. Ich denke nur an die Dreyfus-Affäre und so. Frankreich hat ja auch seine antisemitische Vergangenheit und im Zweiten Weltkrieg nochmal Beihilfe und so weiter. Und ja gut, also ist, aber trotzdem ist das ein starke, sozusagen prägt das französische Bewusstsein und auch viele Menschen, die sich politisch engagieren, haben diesen modernen Nationsbegriff, wo man also gleich von gleichberechtigten Bürgern ausgeht. Und das ist eben in Deutschland auch nicht so klar. Ja, das hat sich in vielen Gesetzen, die erst in den letzten Jahren geändert worden sind,
gezeigt, dass also doch auch noch diese Blutsabkunft vom Deutschen eine Rolle gespielt hat. Da kann ich also selber sagen, meine eigenen Kinder, die also halb Algerier sind, sind in der DDR, wo sie geboren sind, sofort als deutsche Staatsbürger anerkannt gewesen. Aber als wir dann in die Bundesrepublik kamen, musste ich einen neuen Antrag auf die Anerkennung der deutschen Staatsbürgerschaft stellen. Stellen Sie sich das mal vor. Ja, und es gibt noch viele andere Beispiele, dass also dieses Blutsargument nach wie vor stark ist. Das merkt man auch an Diskussionen. Und während eben der französische Begriff sozusagen auch auf eine Arbeit innerhalb der Gesellschaft, die also getan und erreicht werden muss, deutet. Und da sehe ich also, wie gesagt, große Parallelen eben auch in diese zwischen Deutschland und Israel, wo es also so wenig Bereitschaft gibt, sich sozusagen mit den Palästinensern auf eine Stufe zu stellen. Es ist ja das, was Sie hier ansprechen, ist das, was wir immer in der Historiosophie gesagt haben. In Frankreich war es der Demos, in Deutschland war das der Ethnos. Und dasselbe gilt auch für Israel. Israel ist Ethnos. Also die beiden einzigen Staaten, die ich kenne, die heute noch vom Lex Sanguinis, also dieses Blutsgesetz, als irgendwie Grundlage der Staatszugehörigkeit oder der Staatsangehörigkeit aussehen, sind Deutschland und Israel. Das ist ja noch eine weitere Parallele. In Israel natürlich dadurch, dass es der Staat der Juden ist, und im Judentum ist man nur dann Jude, wenn man von einer jüdischen Mutter geboren worden ist, also ein biologistisches Argument. Aber dieses Blutsargument ist in der Tat auch in der deutschen Politik, und das ist eine weitere Parallele. Es stimmt auch übrigens, dass der Citoyen-Begriff, also das heißt der moderne Bürgerbegriff, in Deutschland ja immer sehr prekär war. Also bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs war das so. Selbst in der Weimarer Republik wissen wir ja, dass es ja alles auf Hühnerbeinen gestanden hat. Denn nicht von ungefähr hat Max Weber seinerzeit gesagt, wir reden jetzt von einem Vernunftrepublikanismus, das heißt das Gefühl, das Citoyen-Gefühl der Zugehörigkeit zum Staat und zur Gesellschaft und den Bürgerbegriff, der damit einherging, der war ja in Deutschland ja auch während der Weimarer Republik nicht gegeben. Und von daher muss man in der Tat sagen, dass dieses Defizit, dass es in Deutschland dieses Situation nicht gegeben hat, eine weitere Parallele darstellt zu dem, was in Israel. Ich glaube, auch in Israel hat sich nie wirklich eine ernstzunehmende Zivilgesellschaft herausgebildet. Und was heute mit den Siedlerbewegungen und vor allem auch diesen starken Parteien in der gegenwärtigen Koalition herausgebildet war, war ein neuer völkischer Begriff, der hier im Moment das Sagen hat. Ja, Sie deuten ja auch oder sehen auch Parallelen in der Entwicklung des autoritären Charakters in Deutschland und in der Geschichte des Zionismus im heutigen Israel. Sie sind ja ein Spezialist der Frankfurter Schule, und die hat die Bedeutung der Affekte in den ideologischen Mechanismen herausgearbeitet. Ich will sie hier mal zitieren aus dem Buch. Ja. Die Realitätswahrnehmung, also die ideologischen Mechanismen, deren Realitätswahrnehmung mit einer irrationalen Dimension aufgeladen werden, mit einem seiner selbst nicht bewussten psychischen Bedürfnis. Zitat Ende. Und das befördere eben Prozesse, die zur Bildung von autoritären Charakteren, das sind autoritätshörige Charaktere. Das kann den Einfluss aufklärerischen Denkens, wo man ja gerade selber denken soll und rational sich die Welt erklären soll, also dieses aufklärerische Denken wird durch die Entwicklung des autoritätshörigen Charakters behindert und sogar torpediert manchmal. In Deutschland wissen wir, dass das eine lange verhängnisvolle Geschichte hat. Wir haben ja schon drüber gesprochen. Und
Das scheint aber auch in Israel verbreitet zu sein. Also viele, ja, also ich gebe mal hier das Stichwort, Angst wird instrumentalisiert. Aber schauen Sie, es ist ja nicht nur die Angst, sondern das Bedürfnis der Leute, die Autorität über sich zu wissen. Das ist ein Bedürfnis, das ist ein psychisches Bedürfnis. Das ist nicht nur irgendwie eine zweckrationale Erwägung, es lohnt sich für mich, dass er, sondern ein Bedürfnis an Autorität, was den autoritären Charakter ausmacht, dass er nach unten hin autoritär sein will, aber auch das Bedürfnis hat, von oben her beherrscht zu werden, ein Bedürfnis, von oben her beherrscht zu werden. Das können Sie in Israel am Paradebeispiel von Netanyahu sehen. Das heißt also, Netanyahu betreibt hier eine Politik, die wirklich für ganze Klassen und Schichten in der israelischen Gesellschaft heute wirklich nachteilig ist. Also diese Leute werden ja ausgebeutet teilweise. Und das sind gerade Leute, die aus dem Ausgebeuteten kommen, die seine allergrößten Anhänger sind. Hm. Da sind auch teilweise auch Textbuch-Zitate, kann man anbringen. Also beispielsweise jene Frau, die vor allem der letzten Wahlen, die wir gehabt haben, die aus irgendeinem entfernten Ort im Süden darüber beklagte, vor allem Reporter sich darüber beklagte, wir haben hier keine Arbeit, wir haben hier keine Zukunft für unsere Jugendlichen, unsere jungen Leute ziehen weg, der Staat investiert nichts in diesen Ort und so weiter. Und dann hat man sie gefragt, ja, und wen wollen Sie denn wählen? Und dann hat sie gesagt, ja, Netanyahu, klar Netanyahu. Aber dann hat man gesagt, aber der Mann ist doch derjenige, der diese Politik betrieben hat, der euch in diese Bredouille geführt hat, worauf sie gesagt hat, das hat damit nichts zu tun. Netanyahu ist ihr Halbgott. Und ich glaube, in dieser Hinsicht vermengt sich mehreres, sowohl eine Weltanschauung, die autoritär ist, die übrigens auch durchaus mit Liberalismus einhergehen kann, wenn der Liberalismus den Kapitalismus will und der Kapitalismus mehr oder weniger auch darauf basieren kann, dass man sagt, wir werden von oben mehr oder weniger abgefedert, indem die Autorität uns sozusagen die Grundlage schafft für unser Tun. Dass sich das verbindet zusammen mit diesem Bedürfnis, irgendwie einen König über sich zu haben. Viele Leute aus den orientalischen Ländern, die eingewandert sind, das sind ja Leute, die nicht aus demokratischen Kulturen gekommen sind. Das sind Leute, die marokkanischen Juden reden noch mit Nostalgie manchmal über ihren König. Das heißt also den König, wie gut er zu den Juden gewesen sein und so weiter. Das heißt, diese Leute denken gar nicht republikanisch, denken ja gar nicht demokratisch, sondern denken im Grunde genommen in Kategorien, die nicht Gesellschaft, sondern Gemeinschaft ist und eben nicht Kategorien von Demos, sondern von Ethnos sind und eben auch autoritär eben über sich jemand haben wollen, den sie anhimmeln dürfen. Viele von denen sind ja auch religiöse Menschen, traditionelle religiöse Menschen, das sind Leute, die gewohnt sind, ihren Rabbiner zu folgen, ohne sich zu fragen, was tue ich, indem ich ihm nachfolge, inwieweit bedient das noch meine Interessen, denn der Rabbiner hat das Sagen. Und von daher gibt es in diesem Muster des autoritären Charakters in Israel einen sehr fruchtbaren Boden, der natürlich eine ganze Menge Leute, die eher aufgeklärt sind oder eher liberal eingestellt sind, ich rede schon gar nicht von Linken, dann wirklich zu Weißglut bringt. Aber was soll man machen? Ich meine, man kann ja nicht das Volk sich aussuchen, in dem man lebt und nicht die Bevölkerung, in der man lebt. Das ist ja nun mal die Bevölkerung von Israel im Moment. Und die ist sehr nach rechts gerückt und sehr, sehr autoritär. Ja, ich möchte nur mal kurz doch den damaligen marokkanischen König verteidigen. Mohammed V. hat ja tatsächlich gegenüber den Nazis, die da wohl auch, also die französischen Nazis, das Vichy-Regime, ja auch versucht hat, die Juden zu deklassieren, wie es übrigens dann in der Nachbarkolonie Algerien auch passiert ist. Da wurden die Juden, die an sich schon die gleichen Bürgerrechte wie die Europäer hatten, wurden wieder zu Eingeborenen zurückgestuft. Ja, das hat der marokkanische König damals verhindert. Insofern
Ja, kann man das verstehen, dass da eine Dankbarkeit besteht, aber das natürlich. Ja, aber mir geht es gar nicht darum, dass der König Maria ein sehr honoriger Mann gewesen sein. Es geht mir darum, dass diese Anlehnung an König, also ist jetzt nicht nur die Nostalgie, dass er gut zu uns gewesen ist, sondern allein die Tatsache, dass diese Nostalgie zum König nicht, weil er ihm gegenüber gut gewesen ist, das mag ja auch mit einer Rolle gespielt haben, sondern eben diese Hörigkeit. Ja. Autorität gegenüber, davon habe ich gesprochen. Ja. Naja, ja, ja, und tatsächlich muss man auch sagen, dass es sehr, sehr viele bettelarme marokkanische Juden damals gab, trotz dieses sympathischen Königs. Ja. Also, um das mal so ein bisschen zu kontextualisieren. Ja, Sie sprechen ja in dem Buch auch von einem gewissen Eros des Militärischen, also der eben in Deutschland lange Zeit gepflegt wurde, aber den man eben in Israel auch findet. Also Kontexte sind jetzt verschieden, aber es wirkt auch wie eine Verselbstständigung. Es ist eine Verselbstständigung, ganz ohne Zweifel ist es eine Verselbstständigung. Ich muss ehrlich sagen, dass ich finde, dass das Militär mittlerweile längst zum Selbstverständnis eines jedes Israelis geronnen ist und dass es zum Fetisch vor allem verkommen ist. Das heißt also, es ist mehr oder weniger unberührbar, das Militär. Und das hat natürlich Auswirkungen, denn jedes Mal, wenn es irgendwie zum Budget, zu Budgetbildung kommt in Israel, und das Militär wieder große Ansprüche hat und große Teile des Staatsbudgets dann beansprucht, dann ist das keine Frage, die von irgendjemand hinterfragt wird. Das Erste, was in Israel gekürzt wird, wenn es um Kürzungen geht, ist das Gesundheitswesen und das Erziehungswesen. Das Militär wird so gut wie nie gekürzt. Ich sage das unter anderem auch deshalb, weil es natürlich eine historische Grundlage dafür gibt, weil eben Juden in ihrer Geschichte der Gewalt ausgesetzt waren und ohnmächtig waren, war mit einmal dann die Fähigkeit, sich selber auch dann zur Militärmacht hochzuschwingen, natürlich also eine Art historische Kompensation. Aber die Frage ist ja nie, ob man das so erklären kann, sondern die Frage ist, ab welchem Zeitpunkt gerinnt eben diese Bewunderung für das Militär oder diese Anerkennung des Militärs, weil es eben Sicherheit garantiert, dann zu einem eigenständigen, also von verselbstständigten Fetisch, der heute mittlerweile also auch wirklich Ausmaße angenommen hat, von dem man sich fragt, ob die Leute wirklich wahnsinnig geworden sind. Also die Art und Weise, wie man sich delektiert an der Tatsache, dass das Militär im Moment dort verwüstet, wie man sich daran delektiert, dass noch so viele Palästinenser umgekommen sind, das ist für mich mittlerweile zu einer Perversion verkommen. Also das ist wirklich also ganz, ganz pervers, was auch in den Medien da vermittelt wird. Übrigens, man achtet natürlich darauf, dass man die realen Bilder von dem, was dort passiert, was im Gazastreifen, dass wir die nicht zu sehen bekommen. Also da muss man schon irgendwie in fremde Sendern gehen, beziehungsweise in die sozialen Medien, die staatsoffiziellen Sender und die Kommerzsender. Die lassen sich gar nicht einfallen, dass man irgendwie die große Not, das große Elend in Gaza heute darzustellen. Ja, das ist natürlich auch ein Problem, dass das nicht gezeigt wird und dadurch sozusagen von vornherein schon jede Empathie oder auch das Nachdenken über das, was passiert, unterdrückt wird. Ja. Naja, ich möchte aber trotzdem jetzt auch noch mal sagen, Deutschland schien diese Begeisterung für das Militärische auch sozusagen abgebaut zu haben. Wir haben ja auch die Wehrpflicht sogar abgeschafft. Aber gerade eben in den letzten 2 Jahren, für mich ist es überraschend, mit welcher Macht dieses alte Ideologem bei vielen Menschen, also nicht nur bei Politikern, sondern auch bei vielen Menschen, wieder hervorgebrochen ist. Ja? Dass man also, das ist natürlich vor allen Dingen im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg, dass man also für meiner Meinung nach vielleicht 80% Ideologeme bereit ist, also
Menschenleben zu opfern und eben dafür auch den Aufbau und auch den Einsatz einer schrecklichen Vernichtungsmaschinerie rechtfertigt. Ja. Ja, für mich ist es auch sehr überraschend, was Sie gerade sagen. Und ich habe das ja auch teilweise mitverfolgen können. Also auch die Rhetorik im Zusammenhang mit dem Russland-Ukraine-Krieg. Also ich rede jetzt von der Kriegsrhetorik und der militaristischen Rhetorik. Da war es sehr überraschend, weil in meiner Abitursklasse von 1970 hat keiner der meiner Mitschüler sich einziehen lassen in die Bundeswehr, also freiwillig sowieso nicht. Aber hat sich niemand, also es gab auch Wehrdienstverweigerer und so weiter. Das heißt also, hier ist in den letzten Jahren, gut, es ist natürlich schon viele, viele Jahre her, schon 55 Jahre her, aber es ist in der Tat so, dass sich etwas gewandelt hat. Die Frage ist, ob das jetzt von Grund auf sich gewandelt hat oder eben nur konjunkturell wegen dieses Krieges, dieses Russland-Ukraine-Krieges, so wieder aufgelodert ist, wie Sie es gerade beschrieben haben. Ich weiß ja übrigens, dass es ja immer schon eine Russlandphobie in Deutschland gegeben hat. Also ich habe mal eine Untersuchung gemacht über die deutsche Propaganda im Ersten Weltkrieg. Und jeder Schuss ein Russ, also diese Vorstellung, dass man Russen niederknallt und so weiter, dass das irgendwie damals die große Freude war, das schien mir teilweise auch bei dem Russland-Ukraine-Krieg auch wieder aufgelodert zu sein. Aber ich verfolge das nicht so nah, dass ich das so beurteilen kann wie Sie. Für Israel kann ich ganz bestimmt sagen, das Militär ist hier ein Ideologem und ein Fettig geworden. Ja, jetzt möchte ich noch mal auf eine prägnante Formulierung kommen, die Sie in Ihrem Buch, also gleich im Vorwort, gebracht haben, die so ein bisschen auch zusammenfasst, was wir hier schon besprochen haben. Deutschland kann sich seiner historischen Verantwortung für die Shoah ja nicht entledigen, wird ihr aber zurzeit überhaupt nicht gerecht, wenn sie, so schreiben Sie, wenn Deutschland sein Verhältnis zu Israel weiterhin nur als ein binäres sieht. Es müsste zu einer triadischen Sicht kommen. Sagen Sie uns dazu noch was. Also das finde ich einen sehr wichtigen Begriff. Das ist ja meine Grundidee gewesen, um dieses Buch überhaupt zu initiieren mit dem Zimmermann. Dass es ja eine Verschwisterung, wie ich das nenne, eine Triade von Deutschland, Israel, Palästina. Denn insofern die Juden als Opfer von Deutschland in Israel sich dann etabliert haben, also staatlich institutionalisiert haben und dabei aber die Nakba verbrochen haben, also das nationale Unglück der Palästinenser und die nun also die Opfer von den Israelis geworden sind, dann dürfen die Palästinenser, und das machen sie zum großen Teil, sagen, dass sie zu Opfern von den Opfern geworden sind. Und wenn die Juden die Opfer von Deutschland gewesen sind und wenn die Palästinenser die Opfer von den Juden sind, dann sind die Palästinenser die Opfer der Opfer. Und ich glaube, diese Verschwisterung der drei Nationen, also die drei Gesellschaften oder die drei politischen Entitäten, gilt es in der Art und Weise, wie damit umgegangen wird, miteinander, also diese Verschwisterung gilt es aufzuarbeiten. Das ist ja das, was ich immer meine, dass wenn Israel an den Palästinensern sich austobt und wenn man das dann in Deutschland kritisiert, dann wird man als Antisemit dargestellt, dann ist diese Triade sozusagen als Matrix dessen, worum es zu gehen hätte, da, aber nicht in der Konsequenz, also nicht in der Ableitung des Verhaltens danach. Die Art und Weise, wie die Palästinenser dabei irgendwie als Opfer der Israelis als Selbstverständlichkeit hingenommen werden. Die Art und Weise, wie man versucht, jeder palästinensische
Unternehmung oder ob es nur eine Sitzung ist oder ob das jetzt eine Demonstration ist und ob es ein Kongress ist oder was es nicht sein soll. Ich habe ja an einigen teilgenommen, habe ich ja gesehen, wie da mit einmal zugeschlagen worden ist von städtischen Institutionen. Also wie das beispielsweise 2017 in Frankfurt am Main durch Uwe Becker, dem damaligen, glaube ich, Vizebürgermeister oder Bürgermeister, ich weiß nicht, was er gewesen ist. Das ist ja das, was ich meine. Wenn es nur binär ist, deutsche Juden bzw. Deutschland, Israel, aber Israel sozusagen mit den Palästinensern so befasst ist, wovon wie wir die ganze Zeit reden, also sozusagen als ein Unterdrückungsmechanismus, dann ist Deutschland sozusagen, ob es will oder nicht will, mitbeteiligt, wenn es Israel so in Schutz nimmt gegenüber der Kritik in der Welt und so weiter. Es war schon irgendwie ein Erfolg, dass der Olaf Scholz jetzt gekommen ist und da plädiert hat in Anwesenheit von Netanyahu, dass es jetzt die humanitäre Hilfe an Gazastreifen zu leisten gilt, also zu steigern gilt, zu leisten gilt. Und er sagte auch übrigens dann den bezeichnenden Satz, Leute aushungern lassen, das sind wir doch nicht. Und meinte und sagte dann auch wir, also auch du Netanyahu und ich, Scholz sind nicht. Aber Netanyahu ist nicht wie Scholz. Netanyahu will aushungern. Scholz kann vielleicht nicht aushungern wollen, aber er kann dann nicht sagen, so sind wir nicht. Doch, wir sind so. Also wir in Israel sind so. Und von daher meine ich, dass wenn das nicht in irgendeiner Weise immer mehr in die deutsche Politik mit eingefräst wird, also Deutschland, Israel, Palästina, dann hat man auch ein Stück deutsche Vergangenheit nicht mit aufgearbeitet. Denn das ist ja eines der Resultate, mit denen wir uns heute rumzuschlagen haben. Ja, ich bin auch der Meinung, dass man da die Konsequenzen aus der Vergangenheit nicht wirklich gezogen hat. Und auch dieses Gerede von Menschenrechten ist dadurch eben an dieser Stelle überhaupt nicht glaubwürdig. Ja. Ja, Sie betonen ja auch immer wieder, und das würde ich auch gerne, dass Sie das nochmal erklären. Der Mechanismus, über den das so läuft, dass also Israel nicht kritisiert werden darf, ist ja sozusagen aufgepflanzt auf der Abstraktion, die man sich in Deutschland vom Juden, will ich mal jetzt in Anführungsstriche setzen, macht. Und das muss eben auch aufhören. Schauen Sie, es gibt ja den berühmten Spruch, dass der Antisemit gut antisemitisch sein kann und über Juden palavern und resonieren kann, solange er nicht dem Juden in die Augen zu schauen hat. Also den konkreten Juden würde der Antisemit, also jedenfalls wenn er nicht ein Nazi ist, würde er nie ins Gesicht sagen, du bist irgendwie eine untere Rasse oder irgendetwas. Das heißt also, es fängt an bei dem Antisemitismus mit all seinen Folgen, mit der Abstraktion des konkreten Menschen. Wenn der konkrete Mensch entindividualisiert wird und nur noch abstrakt irgendeine Kategorie untergestellt wird, dann fängt schon das Verbrechen an. Also wenn der konkrete Mensch nicht da ist, so dass man sagen kann, Juden sind normale Menschen, es gibt Gute und es gibt Schlechte, es gibt Kluge und es gibt Doofe, es gibt Genies und es gibt Morons, also irgendwelche Idioten und so weiter. Alles ist da, so wie in Deutschland, so wie in Frankreich und so weiter und so fort. Dieses Ressentiment, das ist antisemitische Ressentiment, das Abstraktion des konkreten Juden, liegt übrigens auch dem Philosemitismus zugrunde. Also wenn es beispielsweise heißt, ich kann mich noch erinnern, wie ein philosemitischer Schülerfreund, Mitschüler in den 60er Jahren mir gesagt hat, dass alle Juden Einsteins sind. Also wenn mit einmal alle Juden Einsteins sind, dann habe ich wirklich das Gefühl, wie sehr muss er dann frustriert sein, wenn ihm einen Juden begegnet, der kein Einstein ist. Und wenn ich das so sagen darf, die allermeisten Juden sind keine Einsteins. Es gibt nur einen Einstein. Dieses Ressentiment als Muster ist bei dem Antisemitismus und Philosemitismus der gleiche. Übrigens nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern das ist wirklich gute Frankfurter Schule, die das behauptet. Und ich sage das deshalb,
weil eine ganze Menge Leute in Deutschland, die von den Juden reden, im Grunde genommen gar nicht wissen, was sind denn die Juden in Israel? Es gibt doch, wenn man sich anschaut, was es in Israel alles so gibt, unter anderem auch Juden, mit denen man wirklich auch nichts zu tun haben will, weil sie eben Faschisten sind oder weil sie auch narzisstische Parolen von sich geben, weil sie Rassisten sind und weil sie eben brachial sind, auch in ihrer Art und Weise, wie sie sich den Palästinensern gegenüber gebärden. Wenn man dann von den Juden redet, dann hat man schon den ersten Schritt gemacht, der, wenn er umkippt vom Philosemitismus, dann ganz schnell, aber ganz schnell dann in den Antisemitismus umkippt. Und das ist eine Sache, die man sich auch vergegenwärtigen muss. Ja, vielen Dank, Herr Zuckermann. Das war ein sehr aufschlussreiches Gespräch und wir freuen uns, dass wir das unseren Zuschauern anbieten können. Alles Gute für Sie und ja, also ich hoffe auch, dass irgendwie muss es ja enden. Wir wissen noch nicht, wie dieser schreckliche Konflikt muss zu Ende gehen und es muss auch wieder zu einem friedlichen Zusammenleben kommen. Also hoffe ich, dass... Ich kann mich nur bei Ihnen bedanken, dass ich die Gelegenheit hatte, wieder mal mit Ihnen zu sprechen. Ich befürchte und freue mich auch darüber, dass wir noch viele Gespräche haben werden, bis es zum Frieden kommen wird. Denn im Moment sieht es ganz und gar nicht danach aus. Aber vielen Dank und alles Gute. Ja, für Sie auch.